So, fangen wir einfach mal an mit dem Entdecken, Schleudern etc. Geht los. Die Teile müssen vorheizen. Warum zwei? Wenn man viel entdeckelt, kühlt einer aus. Und der andere wird dann benutzt und damit kann der andere wieder heizen. Lappen ganz wichtig für die klebigen Hände. So, die Styroportangen sind natürlich ideal zum Schleudern gedacht, da hier drin die Waben auch längere Zeit schön warm bleiben. Und auf geht es. Die Hobel sind schön, wenn sie auch noch scharf sind. Nicht bloß heiß, sondern auch scharf müssen sie sein. Und die schneiden hier wunderbar die Deckelchen ab. So, jetzt habe ich den linken genommen. Jetzt drehe ich die Wabe einfach um. Und jetzt, wir machen das später dann noch in der Nahaufnahme, könnt ihr das dann nochmal sehen. Überhaupt kein Thema. Aber jetzt einfach mal für den Überblick. Wechsel. So. Jetzt kommen sie gleich erstmal in den Schleuder rein. Das ist der erste Teil. So, jetzt passt es wieder von da. Bei der Schleuder immer darauf achten, dass schwere Waben und leichte Waben sich die Waage halten, sodass wir die Schleuder nicht so durch die Gegend wandern haben. Somit seht ihr, wie schön die Deckel hier runter fallen und man hat hier eine wunderbar sauber entdeckelte Wabe. Und das Entdeckeln ist ja doch die nervigste, finde ich jedenfalls, die nervigste Arbeit bei der Imkerei. Die stelle ich mal ab, um hier eine ordentliche Verteilung hinzubekommen. Ich könnte zunächst mal noch ein bisschen schärfen, da geht es dann doch ein bisschen besser. Man merkt schon, dass die waren jetzt am letzten Freitag schon im Einsatz gewesen in der Helene Meyer Stiftung und danach sollte ich sie schärfen. Was ich gerade feststelle, ich habe gar keine Arbeitskleidung an. Meine alles bewährte Schürze kommt zum Einsatz, denn Honig klebt einfach. Zwischendurch kann man diese Hobel ab und zu mal schön mit Wasser, aber nur vorn abwaschen, dass der Honig nicht so verbrennt. Nur beim Abwaschen und Aufpassen der Hobel, dass das Wasser nicht hier reinkommt. Hier sind die Heizspiralen drin.
Und da gibt es dann schnell einen kurzen. Und man muss diese Spirale dann ersetzen. Meine Spachtel. Mal ausschalten, denn ihr wollt nicht bei allen 12 Waben dabei sein. Wir machen dann später noch eine Nahaufnahme von diesen einzelnen Entdeckungsmethoden. Zeige ich euch dann noch von der Nähe her. Jetzt erst einmal mache ich einen Schwung so fertig und später sehen wir uns dann, wenn die Schleuder anläuft, beim 7. Und beim Entdecken.